Und dann ist wieder ganz herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal Pilots Live. Ich bin's wieder, euer Martin. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim letzten PPL-Theorie-Video, wo es um die verschiedenen Theoriekurse geht. Und diese Woche geht es mal um das Fach Meteorologie. Ein sehr gefürchtetes Thema, auch von meiner Seite gewesen tatsächlich, weil viele sagen, ja, da musst du sau viel lernen und es ist sehr kompliziert und einfach im Vergleich zu den anderen Fächern sehr umfangreich. Deswegen bin ich mit sehr viel Respekt an die Sache rangegangen und auch ein bisschen mit Angst. Aber es ging dann tatsächlich doch. Also ich muss tatsächlich sagen, es war das schwierigste Thema von allen. Jetzt nicht vom Verstehen her, sondern einfach vom Lernumfang. Was es für verschiedene Möglichkeiten gibt. Dann natürlich diese lateinischen Namen, zum Beispiel von den Wolken, wo wir später noch dazu kommen. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch heute einfach mal einen groben Überblick geben. Ich werde relativ wenig ins Detail gehen. Wie auch in den letzten Videos könnt ihr den Rest gerne googeln. Ich werde es nicht in die Kommentare schreiben, die verschiedenen Links. Merkt euch einfach das, was ihr hört. Und das, was euch interessiert, könnt ihr gerne ein bisschen nachgoogeln und ein bisschen nachforschen und einfach ein paar genauere Details herausfinden, sodass ihr euch darüber auch ein gutes Bild machen könnt. Aber ich werde euch jetzt einfach mal in diesem Video einen groben Überblick über den Theoriekurs in der PPL-Phase geben. Und da fangen wir einfach mal an in Meteorologie mit der Atmosphäre. Wo befinden wir uns überhaupt und was für Atmosphären gibt es? Da gibt es einmal die Troposphäre und die Stratosphäre. Das sind so die wichtigsten Atmosphären, wo wir uns quasi auch befinden und wo wir dann auch agieren mit dem Flugzeug. Dann die Mesosphäre und die Ionosphäre. Das sind eher so die Atmosphären weiter oben, wo wir uns eher nicht befinden. Dann haben wir die ICAO-Standardatmosphäre besprochen und da geht es quasi einfach um ein paar Grundwerte von der Atmosphäre und da sind wir auf die Themen Temperatur, Luftdruck und Luftdichte eingegangen. So viel zur Atmosphäre, da haben wir dann besprochen, was in welcher Atmosphäre passiert, wo es eine Inversionsschicht gibt, zum Beispiel eine Atmosphärenschicht, wo die Temperatur ansteigt, desto höher man geht, oder eine Isothermie zum Beispiel, wo die Temperatur erstmal gleich bleibt. Sind so ein paar kleine Fachbegriffe gewesen, wo ihr gerne nachschauen könnt, wo ich aber gar nicht so arg ins Detail gehen möchte. Danach Sichten und Nebel. Gerade bei uns im PPL-Kurs für VFA, also für den allgemeinen Sichtflug, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Weil jeder Blick, wenn ich morgens durch mein Treppenhaus gehe nach unten und wir schauen Richtung Berg, sehen wir schon, ob wir heute fliegen gehen könnten oder nicht. Und zwar an der Sicht und an dem Nebel. Und jetzt denken viele, ja, es gibt quasi eigentlich nur die Sicht, wo ich vorne zum Beispiel rausschaue oder nach unten schaue. Da gibt es aber noch viel, viel mehr Sicht. Und zwar gibt es einmal die Flugsicht, die Vertikalsicht, die Bodensicht, die Schrägsicht und die Erdsicht. Wichtig in dem Fall sind die Flugsicht, die Vertikalsicht und die Erdsicht. Ganz wichtig, Erdsicht merken, weil das brauchen wir auf jeden Fall beim Sichtflug. Dann haben wir besprochen, ab wann reden wir denn von Dunst und ab wann reden wir von Nebel und was für verschiedene Arten von Nebel gibt es. Und da gibt es zum Beispiel einmal den Strahlungsnebel, den Advektionsnebel und noch ein, zwei mehr. Und wie entsteht dieser, was sind da so die Werte und welcher ist vielleicht gefährlich für uns, wo können wir reinfliegen, wie lange hält welcher an und mehr davon. So viel zu dem Thema Sichten und Nebel. Danach kommen wir zu einem sehr, sehr wichtigen Thema, was man so als erstes denkt, wenn man das Fach Meteorologie hört, und zwar sind das die Wolken. Was gibt es für verschiedene Arten von Wolken? Was sind die Gefahren von Wolken? Und wie entstehen Wolken überhaupt? Und wie bilden sich die Wolken? Und da gibt es auch zum Beispiel verschiedene Klassifizierungen von Wolken, die wir besprochen haben. Da gibt es dann zum Beispiel Cumulus, das sind die Quellwolken, Stratus, das sind die Schichtwolken. Und zwischen Quell- und Schichtwolken unterscheidet man so grob in der Meteorologie. Und dann gibt es auch noch Stratocumulus, aber darauf gehe ich gar nicht so genau ein. Das könnt ihr, wie gesagt, euch selber im Internet nochmal anschauen. Wir haben die thermische Entstehung und die orographische Entstehung angeschaut. Was genau das ist, ist relativ kompliziert. Und aber wenn man das gut erklärt bekommt, versteht man das auch recht schnell, wie das Ganze so abläuft, wie das Ganze funktioniert und was da auch der entscheidende Unterschied ist. Dann sind wir noch auf verschiedene Luftbewegungen eingegangen, aber das war eher ein recht unspektakuläres Thema am Anfang. Und nichtsdestotrotz kommen wir dann weiter zu Niederschlägen, also Regen und vielleicht auch ein bisschen Schnee oder Hagel oder sonst was. Und da sind wir drauf eingegangen, dass es Schauer- und Flächenniederschläge gibt. Das sind so die
Grobsachen, wo wir unterscheiden, was ist ein Schauer, was ist ein Flächenniederschlag, wie können wir das im Voraus erkennen, dass sowas zum Beispiel auf uns in Salzburg zukommt und wie sehen wir das und was sind die Gefahren von Flächen oder also von Flächenniederschlag oder vom Schauer und was ist das im Allgemeinen. Danach natürlich ganz wichtig der Wind. Wind ist bei uns mit unseren kleinen Fliegern sehr, sehr wichtig. Wind ist aber auch bei großen Fliegern sehr, sehr wichtig, weil das zum Beispiel im Anflug oder während des allgemeinen gesamten Fluges immer kalkuliert und einberechnet werden muss. Dazu habe ich aber schon mehr in anderen Fächern gesagt, deswegen halte ich mich da jetzt relativ kurz. Wir haben über die Entstehung gesprochen, dann über die Corioliskraft. Das hat was mit der Erde zu tun. Würde ich euch empfehlen, mal nachzuschauen. Ist sehr interessant und ist auch sehr wichtig für den Punkt Wind. Dann, was ist eine Turbulenz und eine Windscherung? Was sind das für Gefahren und wie können die entstehen? Und wie müssen wir uns in verschiedenen Situationen verhalten? Und ab wann ist es denn überhaupt eine Turbulenz? Oder ab wann ist es allgemein turbulent? Oder wann ist es einfach nur ganz normaler Wind quasi? Dann haben wir uns über das allgemeine Klima in Europa unterhalten und da möchte ich euch ganz kurz etwas aus diesem Buch hier vorlesen. Und zwar gibt es da vier verschiedene Luftmassenbezeichnungen. Einmal die maritime Polarluft, dann die kontinentale Polarluft, die maritime Subtropenluft und die kontinentale Subtropenluft. Was es damit auf sich hat, wie gesagt, könnt ihr euch gerne auch nochmal anschauen, aber in den Luft... in den verschiedenen Kategorien bewegen wir uns hier in Europa. Und dann haben wir ja noch besprochen, was eine Warmfrontokklusion ist und eine Kaltfrontokklusion. Dazu gibt es auch sehr, sehr coole Bilder, wo ihr euch das gerne mal anschauen könnt und wie das Ganze passiert und wie das Ganze auch entsteht. Dann haben wir verschiedene Wetterphänomene besprochen, so ein paar besondere Eigenschaften, was auf uns zukommen kann, was gerade auch hier in Salzburg auf uns besonders gut zukommen kann und wo da die gewissen Gefahren liegen, zum Beispiel beim Föhn, Bora, Mistral oder beim sogenannten Scirocco. Und damit meine ich nicht den VW Scirocco, sondern einen Wind bzw. ein besonderes Wetterphänomen. So. Da möchte ich jetzt eigentlich auch gar nicht so genau drauf eingehen. Wenn ihr das im Internet eingibt, seht ihr schon beim ersten oder beim zweiten Satz, um was es da geht und was das für ein Wetterphänomen ist. Aber wir gehen jetzt mal weiter zur Vereisung. Und da schaue ich jetzt einfach mal raus und ich sehe jetzt hier in Salzburg schon sehr, sehr viel Schnee, weil es seit gestern geschneit hat. Und da ist natürlich die Gefahr ganz groß, dass unsere Flugzeuge vereisen. Und das ist ganz wichtig, dass ihr nicht nur denkt, wie beim Auto zum Beispiel, wenn ich jetzt rausgehe und mein Auto ist vereist, dann kratze ich das quasi ab und es ist weg. Das Problem ist, unser Flugzeug rollt nicht die ganze Zeit nur am Boden lang und wenn wir das einmal abkratzen, ist die Gefahr auch nicht mehr da, dass es wieder vereist. Das stimmt nicht, weil wir bewegen uns mit dem Flugzeug natürlich auch hoch in die Lüfte und da wird es möglicherweise auch kälter werden und wenn wir durch Wolken durchfliegen, ist die Vereisungsgefahr auch relativ hoch. Was machen wir da in verschiedenen Fällen, wenn es vereist ist? Wo liegen da die Gefahren, zum Beispiel bei Klareis und Raueis, was sich an der Tragfläche bilden kann und wie ist das Ganze, Maßnahmen bei Vereisung und ganz wichtig, die Vorbeugung. Da gibt es zum Beispiel das Ganze, ich habe ja im letzten Video schon angesprochen, es gibt De-Icing und Anti-Icing und Anti-Icing ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Vorbeugung, dass sich keine Eisschicht quasi mehr am Tragflügel bzw. an der Tragfläche bilden kann. Und das benutzen halt die großen Airliner, wir benutzen das quasi nicht, aber wir haben zum Beispiel andere Maßnahmen, wie wir dagegen vorgehen können bzw. die ganze Vereisung auch vorbeugen können. So, ein sehr gefährliches Thema und zwar ist das Gewitter, wo man eigentlich auf gar keinen Fall in unseren Bereich reinfliegen sollte oder wo man auch überhaupt gar nicht daran denken sollte, überhaupt loszufliegen. Da gibt es verschiedene Stadien beim Gewitter. Es gibt einmal das Aufbaustadium, das Reifestadium, das ist sehr, sehr gefährlich und das Auflösestadium, wenn das Gewitter sich wieder langsam entfernt. So, da haben wir dann die verschiedenen Gefahren besprochen, was passiert, wenn wir nicht ausweichen können, wenn wir durch ein Gewitter durchfliegen müssten quasi oder wie viel Abstand wir mindestens halten sollten, um so ein Gewitter gut und großmöglich zu umfliegen und wie wir uns allgemein bei Gewitter verhalten, wenn wir schon in der Luft sind oder im Anflug oder beim Start, was kann da passieren und wie sollten wir uns da verhalten. Ganz zum Schluss haben wir noch besprochen, wie wir uns denn vorbereiten können, weil Meteorologie ist nice to know das Ganze, ist aber nicht dafür gedacht, sich ein Bild während des Fluges oder auf dem Rollfeld zu machen, sondern schon davor und zwar unten auf dem Boden. Denn als
verantwortlich Pilot ist Meteorologie somit das Wichtigste und das Ausschlaggebendste, ob wir fliegen, wie wir fliegen, was passieren kann. Und da haben wir natürlich besprochen, wie können wir das holen. Und da vergleichen wir erstmal bei verschiedenen Karten von synoptischen Wetterkarten und von Vorhersagekarten. Könnt ihr auch gerne euch nochmal nachschauen und euch da ein Bild von machen. Und sonst haben wir noch so verschiedene Sachen besprochen, wie Radar- und Satellitenkarten, wie das Ganze aussieht, wo wir das Ganze abrufen können. Das Ganze können wir quasi bei der Austro-Kontroll-Seite oder im Homebriefing bei uns abrufen. Und da können wir uns ein Bild machen, wie denn der Wind geht, wo mit Niederschlag gerechnet wird, wo Blitzeinschläge zum Beispiel sind. Vorhersagekarten, wie wird es morgen sein, wie wird es übermorgen sein, wie werden die Temperaturen sein. Du kannst quasi alles nachlesen und nachschauen. Dann haben wir verschiedene Wettermeldungen angeschaut, weil ihr könnt nicht einfach nur euch ein Bild davon machen, sondern ihr könnt das Ganze auch quasi anhören. Und zwar, wenn ihr unten auf dem Grund steht, dann schaltet ihr als erstes mal die ARTIS an. Die ARTIS sagt euch zum Beispiel, mit wie viel Wind ihr rechnen müsst, welche Piste gerade aktiv ist und sonstige Gefahren, zum Beispiel auch vom Wetter. Und das wird vor jedem Flug geprüft und muss auch vor jedem Anflug wieder erneut geprüft werden, damit der Pilot immer auf dem neuesten Stand ist, was jetzt auf ihn zukommt. So, dann gibt es noch ganz wichtig Meta und TAF, darauf werde ich aber nicht so genau eingehen, das könnt ihr euch gerne nochmal im Internet anschauen und ihr könnt euch auch gerne mal so eine ARTIS anhören, wenn ihr einfach in YouTube ARTIS eingibt oder einfach auf irgendeiner Seite auf Google gibt es das mit Sicherheit, wo ihr das Ganze mal mithören könnt und versucht das Ganze einfach mal ein bisschen mitzuschreiben, was da gesagt wird und versucht da einfach mal so einen kleinen Überblick zu bekommen und gerade auch bei Meta und TAF das Ganze auch mal abzulesen. Ihr könnt euch das gerne mal anschauen, vielleicht blende ich euch auch eins in diesem Video ein und wenn ihr wollt, ich habe das auch in den letzten Kommentaren mal gelesen, sollte ich mal ein Meta und ein TAF oder einfach ein ARTIS mit euch durchgehen und euch mal erklären, wie man das Ganze so liest. Also ihr könnt euch mal gerne ein Bild davon machen und mir danach gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr euch dafür ein bisschen interessiert oder ob es eher so ein bisschen egal ist oder ob ihr euch wünscht, dass ich möglicherweise mal ein extra Video dazu mache, wie man damit umgeht, wie man das Ganze liest, weil das ist nicht so einfach. Und wenn ihr euch das erste Mal anschaut, dann werdet ihr wahrscheinlich denken, Scheiße, was steht denn da überhaupt und wie muss ich das Ganze lesen? Nichtsdestotrotz war es das eigentlich mit dem Video und mit dem Fach Meteorologie. Ich hatte 96% darin, bin damit sehr zufrieden, musste aber auch wahnsinnig viel dafür lernen. Also es ist nicht so, dass es leicht ist oder wenig, ganz im Gegenteil, es ist relativ viel. Es hat einen sehr, sehr großen Umfang und es ist sehr komplex manchmal. Also mit den verschiedenen Wolkenarten, dass man das erkennt, mit den verschiedenen Windarten, mit den verschiedenen Atmosphären, mit den Standardwerten. Das muss man einfach drauf haben. Und da gebe ich euch zum Beispiel als Tipp, euch das Ganze auch davor mal ein bisschen anzuschauen, basierend auf diesem Video jetzt hier, dass ihr euch einfach mal ein Bild macht, wie so ein Radarbild zum Beispiel aussieht oder so eine Windkarte. Verschafft euch da einfach mal einen Überblick, mit was ihr da so rechnen müsst und dann klappt es auch schon. Vielen Dank fürs Einschalten, sage ich an dieser Stelle. Lasst mir vielleicht ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Jetzt sind wir quasi fertig mit allen Fächern. Ich werde noch ein Review-Video machen, also wo ich über jedes Fach ein bisschen rede und euch so ein bisschen sage, worauf ihr da achten müsst und ob das schwer oder einfach war. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, damit ihr bei diesem Video auch wieder mit dabei sein könnt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und tschüss! Drinking down your name, and all you keep on saying is how this music made us change.